Hello again, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Diablo. So, und gleich vorweg, ich nehme diesen Part jetzt hier nicht zum ersten Mal auf. Ich habe den schon mal aufgenommen. Problem war da aber, dass mir nach knapp 25 Minuten ein Fauxpas passiert ist, den ich doch ausbügeln wollte. Und es nichts gebracht hätte, wenn ich das jetzt drin gelassen hätte, weil es wären wirklich 25 Minuten, die komplett für die Tonne gewesen wären. Denn wir haben hier nämlich ein Problem. Wenn wir jetzt mal hier auf die Stabilität gucken, wir haben nur noch 10 von 32. Das hört sich vielleicht noch einigermaßen viel an. Problem ist nur, mir ist das in der letzten, also in der Aufnahme nicht bewusst gewesen. Das Schild ist zerbrochen. Wir haben es wirklich ganz dicke bekommen. Problem war aber eben Schild weg. Und ich hätte keinerlei Möglichkeiten mehr gehabt, ein neues Schild zu kaufen, denn der Händler, der Superhändler, der hat noch nicht mal ein einziges Schild oben in seinem Angebot. Und wirklich, ihr könnt es mir glauben, wenn ich sage, die haben mit uns hier den Boden aufgewischt. Das waren, ich glaube, 5 Schläge haben wir von diesen komischen Dämonenviechern hier aushalten können. Und wir haben dann direkt die Grätsche gemacht. Und kein neues Schild irgendwo in Sicht, habe ich mir gedacht, das ist gar nicht mal so klug, so weiterzuspielen. Hab den Spielstand neu geladen, hab dann auf die Uhr geguckt, hab gesehen, das waren jetzt 25 Minuten. Da ist er, okay, da nimmst du den Part lieber nochmal komplett von vorne auf, weil ohne Spielstand laden hätten wir uns hier das Spiel wirklich immens schwer gemacht. Und ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal ein halbwegs anständiges Schild finden. Also wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich weiß nämlich nicht, wann es zerbrochen ist. Ich habe nur irgendwann gemerkt, mein Gott, sind die Gegner stark geworden. Ja, bis ich dann gesehen habe, nein, wir haben das Schild verloren. Also sieht man mal, wie viel das Schild eben an Schaden von den Gegnern frisst. So, ich sage ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich hatte aber auch, ich weiß nicht warum, unten keine Einblendung gesehen, dass das Schild so stark angeschlagen war. Also wir gehen jetzt nicht sofort ins Dorf zurück, wir warten jetzt erstmal, aber halten das alles so ein bisschen im Hinterkopf. Und zur Not gehen wir halt einfach stiften und gut ist. So, ich weiß nämlich genau, hier kommen von denen ziemlich viele. Da kommen nachher auch noch hier unsere dämonischen Schwestern. Wumms. Und da müssen wir eben ein bisschen aufpassen. So, den hauen wir jetzt hier direkt mal eins vor die Glocke. Genau, die waren es. Die haben so einen Schaden gemacht. Auf einmal. Aber ihr seht, gesundheitsmäßig geht das an für sich. Da passiert nicht wirklich viel. Aber dann war es irgendwann soweit. Wir gucken jetzt mal ins Gepäck. Mal gucken, wie viel. Okay, sind immer noch 10 von 32. Ich sage, ich weiß nicht, warum es zerbrochen ist. Ob es hier vielleicht Gegner gibt, hier diese Uschis da, die unsere dämonischen Schwestern, ob die vielleicht unter Umständen einen Zauberspruch drauf haben, womit die sowas zerstören können, das weiß ich nicht, weil wir hatten ja schon welche gehabt, die haben einen Zauberspruch gehabt, dass die uns die Mana-Leiste total leer gezogen haben, weil die kommen nämlich jetzt gleich, das weiß ich. Ich habe halt nur irgendwann gemerkt, okay, die sind aber ganz schön stark geworden. So, schwuppdiwupp. Nochmal gucken. Okay, 9 von 32. So, jetzt ist die Frage, war das jetzt nur der eine? Jetzt müssen wir aufpassen. Da wissen wir ja, die gehen immer gern stiften. Laufen uns zwei hinterher. Da gehen die direkt wieder stiften. Wisst ihr was? Ich mache es so, das ist mir jetzt zu link. So, ich habe jetzt hier die ganze Zeit Schiss, dass uns das Schild zerbricht. Wir machen es jetzt einfach so. Lohnt sich zwar leider noch nicht so wirklich. Wir machen es aber trotzdem, denn wir haben ja theoretisch auch noch was zu erledigen. Das wäre jetzt nicht das große Problem. Die zwei Sachen hier müssen wir mal identifizieren lassen. Und wir wollen ja noch zu dem komischen Schwächling da, dem komischen Super Otto. Und den auch nochmal etwas ausquetschen. Denn der sollte ja theoretisch was für uns haben. Und deshalb, so, Portalrolle, schwupp, und dahin. Nein, das war natürlich jetzt mal wieder die falsche Taste. Ja, ich muss jetzt dazu sagen, das letzte Mal aufnehmen ist jetzt schon ein paar Tage her. Wo ist denn jetzt die Rolle hin?
Hab ich die rausgeschmissen? Nein. Wieso? Wo ist denn die? Was? Soll ich jetzt blind? Die Rolle ist weg. Wieso ist die Rolle weg? Okay. Mysterium verstehe ich nicht. Okay, dann machen wir es doch anders. Wieso ist denn jetzt die Rolle weg? Habe ich die? Habe ich schon nicht rausgeschmissen. Weil ich hatte jetzt gerade gedacht, ich hätte die falsche Taste gedrückt. Nein. Warte mal, wieso? Was ist denn jetzt hier los? So, schwupp. Okay, alles klar, gut. Das ist komisch, dass jetzt auch die Steuerung irgendwie... Also, verstellt habe ich jetzt nichts. Aber ich glaube, okay, mit den Zaubersprüchen, das geht glaube ich schon mit Dreieck. Aber die Rolle, wieso ist die Rolle weg? Weil die ist nicht rausgeflogen. Wir haben sie jetzt auch nicht gefunden. Ich meine, die ist jetzt nicht schlimm, aber ich verstehe es halt trotzdem nicht. Aber geschenkt. So, jetzt gehen wir mal eben die Ringe und das Amulett mal identifizieren. Vielleicht haben wir da immer was ganz Gutes dabei. Hallo, mein Freund. Bleibt und hört mir ein wenig zu. Ich muss dazu sagen, wir hatten ja mal ein Amulett und ich überlege immer noch, ob es nicht besser gewesen wäre, das ausgerüstet zu lassen. Weil wir haben jetzt eins, womit wir viel Magie bekommen. Das Problem ist, wir zaubern gar nicht so viel. Und das andere hatte halt eben unsere Trefferstatistik. Hey. Unsere Trefferstatistik eben. Wir hatten ja über, ich glaube, 99% hat man. Und jetzt haben wir das eine Amulett. Und jetzt haben wir da ja nur noch 84. Hatten wir vorher schon nur 88 oder nicht 88, sondern 80 irgendwas. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Also da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verzettelt. Aber ist nicht schlimm. Kriegen wir schon irgendwie auf die Kette. So, Widerstand, Feuer, bla bla, Trefferpunkte 37. Das ist natürlich schon schön. Aber dafür müssten wir hier unseren tollen Ring ablegen. Oder den hier. Und das finde ich eigentlich ziemlich uncool. Deshalb lassen wir das auch wieder. Ja, ich glaube, das war wirklich eine blöde Idee. Sind wir zwar stärker geworden, wir treffen auch nicht mehr richtig. So, was ist denn hier eigentlich mit dem Buch? Wir könnten mal gucken, vielleicht haben wir ja endlich mal genügend Mana zusammen, um das Buch uns durchzulesen. Haben wir nicht. So, 68. Okay, da fehlt aber noch einiges. So, dann fliegt das auch raus. So, wir gehen mal eben nur oben, schmeißen das Geld aus dem Inventar. Und dann werden wir jetzt in dieser Folge auch mal zum Schwächling gehen, also zum Schwächlichen. Gucken, ob der jetzt was für uns hat. Ich will es hoffen. Schwuppdiwupp. Und das Geld kriegen wir auch noch irgendwann unter das Volk gebracht. Ich fand's halt wirklich krass. Du läufst dann hier zum Händler. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken. Wir verkaufen jetzt erstmal was. So, Nagelkeule. Die kannst du auch so was von vergessen. Karma-Ring. Also nur nach eben diesen Verkaufspreisen zu gehen, war eine blöde Idee. Gebe ich zu. Also ich hätte besser das Amulett drin gelassen. So, aber wir können ja mal gucken. Wir reparieren jetzt erstmal hier ein paar Sachen. So, erstmal alles durchreparieren. So, was können wir mal gucken? Erstklassig. So, was haben wir hier? Eine Krone. Schön. Schnelle Erholung, alles super tutti. So. Wieder eine Krone. Kriegsbogen. Ein Drachenschild. Jetzt will mich das Spiel etwas veräppeln, denn jetzt haben wir hier ein Schild. Okay. Nee, das letzte Mal, wo ich hier war, hatte der gar kein Schild. Nichts. Und wir hatten ja jetzt mehrmals schon bei dem nachgeguckt gehabt und ich meine nicht einmal irgendein Schild oder sowas gesehen zu haben. Aber da merkst du halt wirklich, wie alt das Spiel ist. So wirklich viel Auswahl hat der arme Topf hier nicht. Ja. Okay, sei es drum. So. Aber das ist auch nur Magie, Stabilität, bla bla. Auch wieder nur bla bla bla. So, was haben wir denn hier? Ein Prügel. Können wir auch nichts mit anfangen. Aber wir haben wieder ziemlich viel Geld dabei. Das habe ich jetzt gerade gesehen. 10.000 haben wir schon wieder auf dem Konto. Könnten jetzt theoretisch doch nochmal zum Jungen laufen. Vielleicht hat der mal was Neues. Machen wir jetzt sofort.
Wisst ihr was, wir nehmen mal alles mit, dann braucht man nicht nochmal zurück. Wir müssen ja eh nochmal lange, guck mal, wenn alles rausschmeißen. Kurz mal alles zusammenpacken. So, schwuppdiwupp. Ja, und da habe ich jetzt echt lange überlegt, wie ich es mache, und habe ich mich dafür entschieden, eben dann doch. Psst, hier bin ich. Das Ganze nochmal neu aufzunehmen. So, was? 14.000. So, okay, jetzt wollen sie mich auch mal wirklich veräppeln. Weil der hat jetzt auch ein Schild von uns, für uns, nicht für uns, sondern für uns. 170% Rüstung. Das ist natürlich schon geil, ne? So, jetzt müssen wir eben gucken. Warte mal. So, damit haben wir aber 33 Trefferpunkte mehr. Das ist schon ordentlich. Aber wenn das jetzt noch weiter in den Keller geht, das ist schon mit 84% nicht wirklich hoch. Uns bringt die schönste Rüstung nichts, wenn wir nicht treffen. Das ist mir nämlich in der letzten Folge aufgefallen. Können wir vergessen. Und da seht ihr auch, das war's schon mit Kaufen. Also du bist hier wirklich sehr, sehr darauf angewiesen, was du in den Dungeons findest. Und gefühlt, ich weiß nicht, ob ich von den heutigen Rollenspielen so verwöhnt bin oder ob das jetzt halt einfach normal ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber irgendwie finden wir nicht viel und wir können auch nicht viel kaufen. Also das ist alles ein bisschen Sparflamme. Also da war ich beim Baldur's Gate oder bei einem Champion of Norrath, da war es definitiv mehr. Und ich sage ja, ein Diablo 2 habe ich noch nicht gespielt. Da kann ich euch nicht sagen, wie es ist. Aber ich finde jetzt hier ist das alles ein bisschen überschaubar. Das beschreibt es, glaube ich, am besten. So, wir gehen jetzt in die Katakomben zurück. Also nicht hier durchs Portal, das machen wir später. Wir gehen jetzt in die Katakomben in der Hoffnung, dass der Schwächling da für uns endlich das richtige Item gibt, dass es endlich fertig ist. Weil für diesen Hauptmann müssen wir ja auch noch ein paar Sachen erledigen. Also das Elixier, nicht ein paar Sachen, sondern das Elixier müssen wir dem besorgen. Und jetzt will ich hoffen, dass wir eben, weil wir schon so weit vorangeschritten sind, dass jetzt hier der Schwächling, dass wir den abschließen können. Dann braucht man mich nicht nochmal in diesen hier zurück. So. Nein, nicht runter, sondern wir müssen ja hier durch. Genau, so war's. Ja, ich muss mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen orientieren. Das ist jetzt ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und da musst du dich auch erstmal wieder so ein bisschen reingrooven. Aber ich finde das halt wirklich besser, eben aufzunehmen unter Umständen, dann vielleicht ein oder zwei Tage mal nicht aufzunehmen, aber immer so blockweise aufzunehmen, weil es macht es für mich auch ein bisschen spielhaft, das macht mir Spielspaß. Immer nur eine Folge aufnehmen, dann wirst du ja auch jedes Mal rausgerissen. Ich meine, jetzt hier bei so einem Diablo geht es ja noch einigermaßen. Wenn es dann aber ein storybasiertes Spiel ist, wie zum Beispiel The Last of Us, boah, ich glaube, ich könnte das nicht jeden Tag nur eine Folge aufnehmen, die dann hochladen, um halt wirklich immer ganz nah am Thema dran zu bleiben. Das heißt, wenn ihr unter die Videos schreibt, dann auch sofort reagieren zu können. So ist das natürlich immer so ein bisschen so eine Sache. Ihr gebt mir dann Tipps, wo es dann sein kann, dass ich nicht wirklich noch darauf reagieren kann. Hat man ja auch schon. Also da tut es mir natürlich irgendwo so ein bisschen leid, aber irgendwo muss man da auch so einen kleinen Kompromiss finden zwischen Spielbarkeit, Spielspaß. Weil es bringt ja auch nichts, wenn es mir dann hier keinen Spaß macht. Das merkt ihr natürlich dann auch. Deshalb denke ich mal, ist das gar keine so schlechte Idee. Und ich werde jetzt auch auf jeden Fall in Zukunft auch mehr Content bringen. Das kann ich auch schon sagen. Also ich habe jetzt einiges geplant. Dafür brauche ich auch ein bisschen Vorlaufzeit. Aber ich habe so ein bisschen was geplant, dass auch ein bisschen mehr Abwechslung auf dem Kanal kommt. Dass so ein bisschen Schwung hier in die Bude kommt. Dass man hier so ein bisschen Spaß kriegen und alles etwas abwechslungsreicher wird. So, jetzt nur noch gequatscht. Wir quatschen jetzt mit dir hier, Gabard, der Schwächliche. Gehst du
gut für euch. Sehr stark. Ihr wollen, ihr euch holen kommen. Okay, stopp. Wir kriegen jetzt bestimmt eins von dem auf die 12. Pass auf. Ich wusste es. So. Beeindruckt mich gar nicht. Ich hab's mir gedacht, dass der olle Kacksack hier uns doch noch in den Rücken fällt. Also hier kannst du halt keinem trauen. Wir sind auf dem Weg zur Hölle. Wir sind ja fast in der Hölle angekommen. Oder sind wir in der Hölle angekommen? Also wir sind auf jeden Fall noch nicht bei Diablo, aber wir haben ja schon den Vorhof zur Hölle aufgestoßen. Ah ne, wir haben die Tür schon zur Hölle. Ich weiß es nicht mehr. Ist es die Hölle? Unten? Das vierte Thema? Ich glaube ja, ne? Kannst hier eh keinem trauen. So. Aber den haben wir erledigt. So, jetzt müsste ja auch hier Aufträge... Genau, ist der auch raus. Und ich hier mit dem Hauptmann, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich traue hier keinem. Ja, wir sind ja hier voll die Videospielhelden. Frage ist nur, was wollen wir jetzt hier mit dieser Holzkeule? Dafür haben wir das jetzt gemacht? Da muss die aber schon echt was drauf haben, dass ich mich jetzt hier noch von dem Ding begeistern lasse. Also, ihr merkt es gerade, ich bin sichtlich enttäuscht. Da war jetzt gerade noch was. Langbogen. Jo, mal wieder was liegen lassen. Da ist auch noch was. Was habe ich denn hier alles liegen lassen? Das geht nie ab. War ich nicht. Hier hat irgendeiner noch was hingeschmissen. Ja, hat es doch nochmal gelohnt, zurückzulaufen. Ich weiß, wir haben oben in der Kathedrale, fällt mir gerade mal noch ein, auf dem ersten Level haben wir noch drei Bücher liegen, ne? Da wir einmal hier oben sind, wir müssen jetzt gleich eh zur Stadt zurück, würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz in die Kapelle, also in die Kirche, holen uns die Bücher, die lesen wir uns einfach durch. Warum ich das noch nicht gemacht habe, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die konnten wir noch nicht, ne? Der Level, glaube ich, nicht ausreicht. War doch so, ne? Ich weiß es nicht mehr, schon lange her, Alzheimer. Ja. Mach mal hier so ein bisschen Fleißaufgabe. Ich will ja hoffen, dass wir ein paar Dinge kriegen, was uns vielleicht... Ja, hallo? Danke. Hier die nächsten Minuten etwas erträglicher macht. Ich bin ja schon mal froh, dass das Schild wieder in Ordnung ist. Ja, ich weiß, ich könnte es natürlich mit einem Zauberspruch selber zusammendengeln. Problem ist nur, eben die Haltbarkeit leidet drunter. Die generelle Haltbarkeit eben. Und das ist halt auch ein Problem. Wenn wir nachher ein Schild haben, wo wir alle 2-3 Meter... alle 2-3 Meter irgendwie reparieren müssen, das bringt es ja auch nicht. Und das ist ja jetzt mit 33 auch nicht so stabil, das Schild. Auch da wieder merkst du irgendwie, wir haben auch nie was wirklich Besseres gefunden, ne? Was jetzt auch so von den Attributen besser passte. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Also da habe ich in meiner Erinnerung halt wirklich noch anderes im Kopf. Aber ich sage, das kann auch sein, dass ich ja mittlerweile eben mit einem Baldur's Gate eben verwechsel. Ist halt schon alles lange her. So, wir gehen hier runter. Ich meine, dass ich das direkt hier vorne hingeschmissen hatte, ne? Werden wir sehen. Aber ich überlege jetzt gerade wirklich, war das jetzt Hölle, Thema 4? Ich meine ja, ne? Stand doch oben, wo der Riss war, runter zur Hölle, ne? Kann das? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine ja. Aber ich meine, den Diablo haben wir noch nicht kennengelernt. Solche Bücher liegen noch hier. Telekinese und bla. So, die ziehen wir uns jetzt auch direkt mal rein. So. So, schwuppdiwupp. Und schwuppdiwupp. So. Jetzt können wir auch gucken. Wir können uns ja jedem das Zauberbuch angucken. So, jetzt haben wir hier Feuerblitz, Blitz. Heiliger Blitz, heiliger Bimbam. Auch hier habe ich das Gefühl, Bücher haben wir auch noch nicht so viel gefunden. Stadtportal ist natürlich schön. Ist alles ziemlich leer. Aber wir sind ja auch kein Zauberer. Wir sind ja hier schließlich ein Krieger. So, haben wir die auch mitgenommen. Aber ich glaube, die hatte ich liegen lassen, weil die noch nicht zu lesen waren. Ich glaube, da hatte unsere Stufe noch nicht ausgereicht. Ist ja jetzt auch schon sehr lange her. Und dann sind wir ja hier voll der King im Ring. Mehr oder weniger. So.
wieder zurück in die Stadt, ein paar Sachen verticken. Könnten jetzt eigentlich mit unserem Heiler nochmal quatschen, dass der uns heilt. Was geht? Wupp. So. Hallo mein Freund, bleibt und hört mir ein wenig zu. Da steht jetzt nichts, müssen wir mal so gucken. Ich glaube, das ist aber auch ein Schrottteil. Nicht ähnlich, warte mal. Wie? Hallo mein Freund, bleibt und hört mir ein wenig zu. Ach, wir haben nicht genug Gold. Ah, alles klar. Okay, dann wollen wir erstmal ein paar Sachen verticken. Was kann ich für euch tun? Natürlich nicht dich, sondern den Langbogen, den braucht man nicht mehr. Der Dolch ist auch was für Spießgesellen und trotzdem reicht das Geld nicht aus. Das ist natürlich toll. Okay, dann gehen wir nochmal Geld holen. Ja, das kommt davon, wenn du das ganze Geld rausschmeißt und nicht wirklich was Tolles findest. Müssen wir auch irgendeinen Haufen nehmen, weil ich glaube, ich finde jetzt nicht den Haufen, der angebrochen ist. So, machen wir es so, schmeißen wir gleich alles wieder raus. Ja, wer weiß, was der jetzt noch alles dabei hat. So, zack. Was kann ich für euch tun? Reparieren lassen? Nein. Aber stimmt, wir wollten ja identifizieren lassen. Boah, ich bin aber auch heute auch hallo, hier ein bisschen Freund, planlos. Bleibt und hört mir ein wenig zu. So, was hat er denn? Hier, Trefferchance 6% und 36% mehr Schaden. Das ist natürlich toll. Ding ist trotzdem Schrott. Was kann ich hier für euch tun? Mit einer Holzlatte mit dem Nagel dran rum. So, weg damit. Ach ja, wir wollten nochmal gucken. Was kann ich für euch tun? Was der hat. Hat der was Neues gekriegt? Krone Stabilität? Nein. Okay, dann oben wieder Geld raus. Obwohl die eigentlich die Rennerei keinen Sinn macht. Da ich halt immer hier oben hinlege, aber naja. So, schwuppdiwupp, du kommst da drüben hin. Und die paar Pinunzen kommen hier unten hin. So, und fertig, Goldregen. Yay. So, wir können ja mal ganz kurz hier vorne zum Riss hingehen. So, runter in die Hölle, genau. Okay, dann ist es doch das Tor zur Hölle. Aber den Chef in der Hölle haben wir ja noch nicht kennengelernt. Und ich will hoffen, dass wir das jetzt auch so schnell noch nicht machen. Also ich möchte noch etwas leveln können. Weil ich fühle mich noch etwas schwächlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier voll die super Rüstung haben. Ich hätte gern ein anderes Schild, was ein bisschen stabiler ist. Und natürlich eine andere Waffe, weil da ist der dieser Kriegshammer oder was wir da haben, die Keule, ist jetzt auch nicht unbedingt meine präferierte Waffe. Ich hätte gerne ein Schwert. Also hier musste viele Kompromisse noch eingehen. Ich sag ja, es ist halt eben ein Titel aus dem Jahre, eigentlich das Originaljahr aus 96. Da kannst du nicht zu viel erwarten. So, wir stellen uns hier hin, dann soll der mal kommen. So, den haben wir erledigt. Und dich machen wir jetzt auch noch. Wir drängen dich hier runter. Auch da wieder. Ich merke immer. Schwer. Okay, hier unten sind ja auch noch welche. Dass unsere Trefferchance wirklich nicht hoch ist. So, haben wir erledigt. Weil wir hauen so oft daneben. So, die haben wir jetzt aber fixiert. Und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem, dass die... So, jetzt können wir mal eben gucken. Uns, glaube ich, das Schild leer saugen. 32. Okay, das waren aber vorher 33, ne? Kann das? Oder habe ich mich verguckt? Ich meine, ja, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass die Trefferpunkte 33 oder 32 war. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Aber das waren jetzt schon mal zwei Punkte weg. Und ich weiß, oben kommen von diesen hier von Vampirella kommen oben ziemlich viele. So, das Schild, genau, kleines Schild, ist aber auch nicht wirklich viel wert. Da kannst du nichts mit anfangen. Da gewinnst du keinen Blumentopf mit.
So, ich weiß, hier oben sind jetzt ziemlich viele Tusneldas. Und von denen auch genügend, ja. Aber da ist die Strategie Stritzen gehen und sich hinter einer Wand verstecken eigentlich ganz gut. Dann kommen die so halbwegs nacheinander. Wenn man nicht zu weit wegläuft. So, nochmal triggern. So, jetzt komm her. Kriegst du eins auf die Moppe. So, zack. Halten aber auch nicht so viel aus. Und die haben hier mega Damage gemacht. Da ist mir das wirklich bewusst geworden. Und da ich dachte, okay, sind die Gegner so stark geworden? Und dann irgendwann hatte ich gesehen, ich habe ja gar kein Schild mehr ausgerüstet. Wieso habe ich kein Schild mehr? Und da habe ich mir gedacht, okay, dann muss es zerbrochen sein. Ich hatte aber unten aber auch kein Symbol gesehen. Aber ich kann euch sagen, 5 Hiebe und ich war im Eimer. Und das geht nun wirklich nicht. So, ich meine, jetzt kommen hier irgendwo gleich. Moment. So, hat sich gerade meine Armlehne verstellt. Ich glaube, jetzt gleich kommen hier ganz viele Gegner. Ich meine, hier kommen noch ziemlich viele Frauen. Hier diese Uschis. Ja, komm. Ja, komm. So. So, und da seht ihr, gesundheitsmäßig passiert da fast gar nichts. Also das Schild frisst wirklich richtig viel. Also es ist wirklich sehr gut. Okay, da sage ich es doch. Da unten sind sie. Und das sind die, die uns eben Mana abziehen. Das heißt, wir sollten jetzt mal gucken, dass wir die Schriftrollen ausrüsten. Okay, wir haben nur noch einen, aber das ist nicht schlimm. Komm. So, dich Hammer. So. Zum Glück halten die nicht ganz so viel aus, wenn wir den mal treffen würden. Auch hier ist Splatter-Effekte wirklich von denen. Puh, ja. Das war schon harter Tobak. Weil das sind ja wirklich menschenähnliche Gegner. Und das wurde damals von der USK wirklich rigoros abgestraft. Warst du froh, wenn das Ding dann überhaupt ab 18 rauskam? Oft halt auch eine Indizierung. Was ja zum Glück eben beim Diablo nicht passiert ist. Warum, weiß ich jetzt aber auch nicht genau. So, jetzt kommen hier schon wieder so ein paar Handles. So, verstecken wir uns erstmal hier hinter der Wand. Okay, jetzt muss ich dazu sagen, okay, die machen jetzt aber doch schon ein bisschen mehr Schaden. Okay, die hauen schon ein bisschen mehr rein. Das gebe ich zu. Dann hat es wahrscheinlich doch auch ein bisschen an den Gegnern gelegen. So, jetzt nochmal gucken, wie sieht das Gepäck aus? Wie sieht unser Schild aus? Es sind auch schon wieder 6 Punkte runter. Hier ist natürlich jetzt die Axt. Das Problem ist bei der Axt, das wird eine Zweihänder-Waffe sein. Sag ich doch. Und dann bringt die uns nichts. Weil dafür habe ich den Aufwand ja jetzt auch nicht gemacht. So, da oben kam der nächste, ne? Genau, so. So, schwuppdiwupp. So, hier waren wir schon, ne? Aber hier schon? Hier müssen wir schon gewesen sein. Okay, die Truhe ist ja auf. Okay, hier waren wir schon. Oben hoch waren wir noch nicht. Und hier waren wir auch noch nicht oben hoch. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Triggern dich hier vorne hin. Komm her, du Schlonskopf. Ey, das ist meine Taktik, sich hinter einer Wand zu verstecken. Also, das ist aber sehr unhöflich von ihnen. So, dafür haben sie jetzt Feierabend. Hui. So, dich isolieren wir. Hoffentlich einigermaßen von den anderen weg. Aber irgendwie klappt das auch nicht. Ja, hier die Roten, die halten viel aus.
So, und ihr seht, die können ja Dauerfeuer irgendwie. Wenn die zu zweit, zu dritt sind, dann machen die wirklich Dauerfeuer. So. Schild ist aber auch noch okay. Ja, jetzt habe ich hier natürlich super Schiss. So, wir machen das mal anders. Wir locken die mal irgendwie hier in eine Ecke. So. So, jetzt geht ihr nämlich stritzen. So, und dich schiebt man hier vorne hin. Und jetzt hat das nicht ganz geklappt, aber noch ein Versuch. Und sonst können wir drauf rumkloppen. Man kann die nämlich nicht weg, die olle Nudel. So. Und du bist jetzt auch dran. Also das ist die beste Taktik bei denen. So, jetzt. Ja, wenn man treffen würde, ne? Das ist halt echt. Ihr merkt's. Wir hauen sehr oft daneben. Boah, jetzt trefft die Olle doch mal. Mensch. Boah, ich habe das Gefühl, als wenn man jetzt hier auf ein Date wäre. Die hätte keinen Bock mehr auf uns und wir laufen da hinterher. So, ich stalke dich. Nein, ich stalke dich. Los, bleiben Sie stehen. Ich möchte ihr einen Strauß Blumen geben. So, ich will sie lieb haben. Kommst du dir wirklich vor wie so ein Stalker? So, wieso treffen wir die denn nicht? Kann doch nicht sein, dass die so viel aushält. Ja, endlich, meine Güte. So, und da wundert man sich, dass das Schild so schnell kaputt geht. So, das waren jetzt 4 Trefferpunkte, Stabilitätspunkte weg. Ja, kein Wunder, dass das Schild hier unten zerbrochen ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir sollten unter Umständen mal einen Zauber ausrüsten, wo wir uns heilen können und das auch mal tun. So. Hätte ich auch eben schon machen können, aber ich wollte jetzt nicht deshalb dann aus Versehen den Löffel abgeben. So. So, und dann würde ich auch mal sagen, machen wir hier an der Stelle mal eine Unterbrechung. Und wie es weitergeht, das müsst ihr dann in der nächsten Folge herausfinden. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!